Hallo, hallo, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Renegade Platinum Nuzlocke. Meine lieben Freunde, es ist eine Woche her, seitdem ich die letzte Folge aufgenommen habe. Also zwei Wochen schon fast, seitdem ich die letzte Folge aufgenommen habe. Es ist eine Woche her, seitdem ihr die letzte Folge hattet. Und warum das ist, wer das verpasst hat, da hier gerne oben mal auschecken. Da ist ein Kurzvideo, warum. Aber jetzt bin ich endlich wieder da und Leute, wir stehen vor der Top 4. Wir stehen vor dem letzten Barry-Fight, wir stehen vor der Top 4 und noch wichtiger, wir stehen vor Cynthia. Und das machen wir, Leute. Ich bin mega hyped, ich bin literally am Zittern, weil ich echt nicht weiß, was mich erwartet. Aber jetzt, ich habe mir geschworen, für diese Folge mir etwas mehr Zeit zu nehmen und euch unsere 6 auserwählten Pokémon vorzustellen. Leute, ich habe versucht, die Leute, die mich durch diese ganze Nuzlocke hier begleitet haben und quasi absolut insane Kommentararbeit und so weiter zu Ehren, Ehre wem Ehre gebührt und wieder in unser Team gepackt. Als allererstes Kukaru, unser Low Pony, der absolute MVP der Siegestraße mit ihrer Fake-Out und Ding, Fake-Out und Strength-Combo, komplett sehr, wird auf unser Kukaru haben wir jetzt unser Sash drauf. Und ich meine, die Base-Stats brauche ich euch nicht vorlesen. Die könnt ihr hier lesen. Hier gerne hier Stopp drücken mit Cutes, Charm und mit Fake Out Strength, Quick Attack und High Jump Kick, Quick Attack. Ganz wichtig, dass wir jetzt eine Prio-Move haben. Vielleicht brauchen wir den auch. So, unser zweites Pokémon ist Ralph. Welcome back im Team. Ich hoffe, du hast dich vermisst. Unser Ralph ist die Antwort auf Cynthias Knackrack. Wir brauchen ein Ice-Type. Ist ein spezielles Obama-Snow. Normalerweise spielt man ja Obama-Snow physisch. Kann man aber auch speziell spielen wegen eben unserem Wesener. Und hat eine 200 Base-Stats, sieht wieder hier. Snow Warning, auf das müssen wir aufpassen. Und Leftover Protect Strats. Also das, was wir mit unserem Lucky bis jetzt gemacht haben, machen wir jetzt mit unserem Obama Snow. So, Lucky, einer der absoluten MVPs, hat sich nichts verändert. Das Einzige, was ich jetzt ihm quasi umgedreht hat, ist der Expert Build für super effektiven Damage und Rock Slide Waterfall Earthquake. Das heißt, wir haben keinen Surf mehr, brauchen wir nicht mehr, sondern eine Rock Slide, damit wir mehr Coverage haben und so weiter und so fort. Hier die Base Stats von unserem Lucky mit Torrent. Dann haben wir unser Competitive Nox wieder back in Team. Mein lieber Nox, welcome back. Und Leute, zu diesem Drapion muss ich euch etwas sagen. Und zwar, ich habe lange überlegt, ob ich aus diesem Drapion ein Crit-Drapion machen soll oder nicht. Ich habe mich dann dafür entschieden, wegen einzig oder allein aus dem Grund, dass Drapion die Sniper-Ability hat. Das heißt, wir machen mit Crits nicht doppelt Damage, sondern wir machen dreifachen Damage. Das ist der einzig und alleinige Grund, warum Drapion auf Crit gebaut wird. Ich habe schon oft einen Crit-Drapion im Team gehabt, das hat nie funktioniert. Schauen wir mal, ob es jetzt funktioniert. Ich hoffe es. Zumindest ich hoffe es. Sniper-Ability, Night Slash, Excisor, Sword Stance, Cross Poison, also alles, was eine High-Crit-Ratio hat. Let's fucking go. So, das ist Punkt Nummer 5. Punkt Nummer 5. Meine lieben Freunde, schaut euch die Base-Stats an von unserem Manfred. Zu Base-Stats muss ich euch dann noch gleich noch was dazu sagen. Aber Manfred mit Muscle Band, die Base-Stats seht ihr, absolute Insanity. Earthquake, Crunch, Dragon Claw, Sword Stand zum Aufsetzen. Der absolute MVP dieser Nuzlocke, wirklich der absolute MVP. Auch mal, glaube ich, nicht darüber reden. Begleitet uns seit der dritten oder seit der vierten, seit dem, ich glaube vor dem dritten Gym sogar, absoluter MVP. Und unser Team, die Legende, steigt wirklich zum Dämonen auf. Mit einem Call Mind ist es vielleicht ein bisschen unfair, mit Call Mind aufzusetzen bei einem Legendary, ja, aber ich möchte die Top 4 auch gewinnen, also da müsst ihr mir kurz einmal verzeihen. Mit einem Grievous Orb, Manfred hat das Muscle Band, Nox hat die Scope Lens für mehr Crits, Lucky den Expert Belt und jetzt würde ich sagen, haben wir lange Zeit unser Team wieder vorgestellt. Jetzt würde ich sagen, gehen wir rein und fangen an mit Barry. Oder? Ich weiß nicht, Leute, ich bin mega hyped, aber ich bin auch, I'm literally shaking.
So, meine lieben Freunde, tut mir leid für den Cut. Wir hatten gerade Family Incidents. Es ist echt nicht leicht, wenn du hier aufnehmen willst und irgendwas. Aber jetzt würde ich sagen, haben wir genug gelabert. Ich habe euch hier unten unsere Pokémon wieder hingetan. Barry, bring it on, my guy. Barry, bring it on, my guy. Bam, 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 bam. So, Fake Out. Leute, wir machen das jetzt überlegt. Wir haspeln nicht herum. Das ist normalerweise ein Strength-Ding. Das ist normalerweise eine Strength-Kill-Range, würde ich sagen. Das Problem. Folgendes Problem. Ist Staraptor nicht einfach schneller als wir? Auf der anderen Seite, ich kann nichts in den super effektiven Brave Bird reinschicken. Und wir haben einen Sash drauf. Dann verbrauchen wir... Ja, genau. Okay, jetzt mit Recoil. Easy Kill. So. Was kommt als nächstes? Breloom. Dieses Fuck. So. Überlegen, Leute. Runterziehen wir. Also, Kukarum müssen wir auf jeden Fall raus. Ralph hat eine 123er Def, ist aber kein Switch-In wegen Ice-Typing. Da kommt ein Nahkampf oder so in die Richtung und tot. Lucky hat eine gute Def, ist aber kein Switch-In wegen vierfach effektiven Grass-Moves. Nox ist kein Switch-In wegen Dark-Typing. Wir haben zwar eine Cross-Poison, das Problem ist, wenn das Teil... wenn wir entweder nicht critten oder nicht killen und das Teil hat einen Focus-Sash, dann verlieren wir unseren Nox. Und unser Nox habe ich aus einem Grund mitgenommen und das ist jetzt aber nicht der hier. Das heißt, es bleibt einfach nur mehr Manfred und Tim. Manfred hat eine gute, bessere Def. Das Einzige, was gut ist an Tim, ist, wir immunisieren Kampf-Moves wegen Ghost-Typing und wir resistieren Pflanzen-Moves wegen Dragon-Typing. Das heißt, Tim ist ja eigentlich der Switch-In, oder? Bullet Seed. Life Orb, jetzt kenne ich mich aus, aber das Sheer Force sollte eigentlich reichen. Spore. Get out of here, my boy. Bring me. Da kommt ein nice Move. Da kommt jetzt ein Ice Beam. Und haben wir für Ice Beam nicht einfach unser Lucky? Boah, Bruder, ein Blizzard. Really? Das war's mit unserem Lucky. Der Freeze war natürlich wieder Klatsch. Das heißt, das ist unser Ralph. Da haben wir halt insane early den Ding draußen, aber... Kann dieses Teil irgendwas, um mich zu killen? Oder kann ich jetzt einfach für einen Energy Ball gehen? Please! Das reicht nicht mal. Und wir kriegen den Spedef-Job. Also schlimmer kann dieses Game nicht mehr laufen. Warum sind wir Frozen Solid? Und Citrus Berry in Sam. Also der Freeze war es ja mal wieder komplett. Wirklich. Kein Blizzard. Please. Earthquake. Muss reichen. Du hältst keinen... Alter, der Freeze. Das heißt, Lucky ist jetzt schon mal irgendwie wieder ganz schlecht beieinander. Heracross. Was mache ich gegen Heracross? Der Freeze. Wir scouten. Leute, wir scouten. Ist okay. Wir haben jetzt einen Freeze kassiert. Muss ich damit leben. Wir scouten, okay? Megahorn. Wie viel Damage macht das? Überleben wir. Ein zweites Mal auch. Well, mit Guts nicht mehr.
Mit Guts überleben wir kein zweites Mal mehr. Das heißt, Tim muss uns wieder aus der Scheiße helfen. Close Combat. Und wir sind schneller. Fugger you. A fugger you. Get the fuck out, my boy. Arcanine. Es kommt da jetzt ein Flareblitz. Resistiert. Oh, eine Outrage. Please. Loki, tank diese Outrage. Ich will nur scouten. Crunch. Ist alles Live-Orb hier drin? Gut, wenn da jetzt keine Outrage kommt, dann Manfred. Jetzt killen wir aber, oder? Oh, Gott sei Dank ist das nicht Stab. Earthquake muss killen. Minus 1. Come on, please. So, und jetzt folgendes, Leute. Folgendes. Was hat Snorlax? Body Slam? Earthquake? Immunisieren wir wegen Levitate. Body Slam immunisieren wir wegen Ghost Typing. Dann wirst du noch Slack Off haben, I guess. Und sonst eigentlich nichts mehr. Curses. Hat er Slack Off? Er muss Slack Off haben. Und eigentlich Earthquake auch. Problem ist, ich kill jetzt. Auf derer Range kill ich noch kein Ding. We take it slow. We take it slow. Ja, okay, er hat nichts mehr anderes. Let's fucking go. Barry ist erledigt. Ah, Barry ist erledigt. Das ist schon mal viel. Das ist schon mal sehr wichtig gewesen, dass Barry einfach gone ist. Ich bin doch auf plus 3, oder nicht? Plus 3 Giratina killt kein Snorlax. Das Teil wäre echt ein cooles Asset für die Top 4 gewesen. Aber ist egal. Aurasphäre. Get out of here. Jetzt war es schon wieder. Freeze und ein Crit, wo wir ihn nicht brauchen. Let's go. Genau das, was ich haben will. Alter. Ja, wisst ihr was? Folgendes, ich gebe jetzt hier nochmal den Silkscarb drauf, weil mein Gedankengang ist jetzt gerade, Leute, es tut mir leid, wenn ich ein bisschen, aber ich will hier nicht nochmal wipen. Mein Problem ist mit Leftovers, ich bin es gewöhnt, dass die Leftovers auf, aber was gebe ich dann auf Ralph in den Focus Sash? Ich bin es gewöhnt, dass die Leftovers auf Lucky drauf sind und ich möchte das jetzt nicht. Ich habe so gute Erfahrungen mit Lucky Leftover und Protect Strats. Dann gehen wir einfach da, wisst ihr was, dann gehen wir einfach einen Focus Sash auf Manfred, auf Ralph, falls irgendwer, weiß ich nicht, Fire Coverage hat oder uns irgendwie rausmoven will. So, wir scouten mit Lucky immer. Unser Team ist jetzt ein bisschen überlevelt. Ah, das soll nicht zur Sache heißen. So, let me confirm you that you're qualified to challenge the Pokémon League. So. Alle Badges. Urberg City's Coal Badge. Eterna City Forest Badge. Hardhome City Relic Badge. Balestone City Cobble Badge. Pistoria City Fan Badge. Canalave City Mine Badge. Snowpoint City Icicle Badge. And Sunny Shore City Beacon Badge. Let's go. Hab ich alles.
Full Heals, Full Restores, Rare Candies zum Aufleveln. Let's go. Rein da, Leute. Rein da. Rein da. Aaron. Let's go mit Aaron. Leute, I'm literally shaking. Wirklich, das ist kein Witz. I'm literally shaking. Okay, wir gehen mit Luki da rein. Unser Edge Nemesis. Wir gehen mit Luki da rein und scouten einmal, welches Starter-Pokémon hat. Venomoth. Okay, Leute, folgendes. Wir scouten mit Protect für irgendwelche Grass-Moves, okay? Bugbuzz. Bugbuzz. Kann ich nicht einfach für eine Rock Slide gehen? Och nee, no, nicht ein Double Team. Please, Luki, hitte die Rock Slide. Dankeschön. Kommt er jetzt nicht einfach? Eine Full Restore. I know you're out there. Sludge Bomb. Vergiftet ist nicht gut. Vergiftet ist actually nicht gut. Was kommt als nächstes? God damn it. Inzier. Kann ich nicht einfach in dem Pinsir drin bleiben? Was hast du? Megahorn wahrscheinlich wieder. Aber sonst? Protect. Wie viel PP hat Megahorn? Kann ich dieses Teil nicht einfach ausstallen? Oder gehe ich einfach zu Tim? Problem ist, ich will nicht meinen Lucky jetzt schon risken. Please, Lucky. Dei, Bruder. Wichtig. Protect. Heal. Okay, Stone Age. Manfred, I guess. Manfred tankt eine Stone Age und Manfred tankt... Och, Lucky, du hast perfekten Job gemacht. Wirklich. No shit. Megahorn. Tanken wir. Tanken wir. Dragonclaw. Fuck you. I fuck you! So, was kommt jetzt noch? Armaldo. Die Rückkehr des Teams. Boah, da kommt jetzt eine Exisor, oder? Oder was? Was kommt da jetzt? Ein Stone Edge? Wir scouten, Leute. Wir scouten. Wir scouten einfach. So. Zweites Highlight-Item. Oder erstes Highlight-Item? Erstes oder zweites Highlight-Item? Zweites Highlight-Item. Ja, eigentlich eh unser Lucky, oder? Sollte ich nicht eigentlich eh unser Lucky skillen? Unser Lucky hat die einzige Rock-Coverage, das ist das Problem. Da halten wir sogar noch einen Crit aus. Das ist kein Crit, let's go. So. We take it slow, my boys. Drapion. Night Slash. Tanken wir. Let's go. Du dürftest. Nee, aber du bist schneller als wir. Egal. Gegen Drapion haben wir. Wir kriten dich back, du Kackteil! Let's go for it. Wir protecten, wir schauen, was das Teil hat. Ein Bugbite. Kann ich nicht einfach killen? Toxic Spikes. Ja, aber... Ja, aber Toxic Spikes? Flinch! Flinch! Earthquake sollte reichen, please. Cypher. Kein Scissor?
Keine Grass Moves. Bugbite. Okay, wir missen. Schade. Wir missen. Schade. Aerial Lace. Lucky. Vierfach effektiv. Das war übrigens schon wieder ein Live-Orb. Interessiert mich nicht. Ada hier, my boy. Okay. Okay, Leute. Das war insanely gespielt, okay? Das war wirklich insanely gespielt. Das war insane gespielt, Alter. No shit. Wie steht es mit der Zeit? Okay, mit der Zeit steht sich gut. Das heißt, wir könnten heute Bertha noch machen. Bertha ist ein Level drüber, glaube ich. Mein Plan. Ich glaube, gegen Bertha haben wir mit Lucky und den ganzen Ding haben wir die beste... Tim wollte ich nicht auf 74 bringen. Goddammit, ich muss aufhören, mein Team zu overleveln. Ich glaube, wir können einfach Bertha nochmal machen, oder? Ich glaube, wir können einfach actually nochmal Bertha machen. So, Leute, folgendes. Meine Ding zu Bertha ist gewesen... Folgendes, ich muss euch ein bisschen die Strat erklären. Entschuldigung, dass ich so wenig rede, aber ich will hier nicht nochmal wipen. Die ersten zwei Matches waren insane. Lucky, absoluter MVP und vorher eigentlich auch Lucky, absoluter MVP. Folgendes. Sie wird mit einem Pokémon rauskommen, was Sandsturm hat. Zu 100% wahrscheinlich. Was für eins es ist, ich weiß es nicht. Das Einzige, was es nicht sein darf, ist irgendwas, was langsam ist, als unser Ebamasnow. Unser Ebamasnow ist goddammit langsam, nur wenn sie etwas rausschickt, was schneller ist als wir, was auch immer das sein sollte, dann kommt zuerst der Sandsturm und dann der Hail. Und auf das hoffe ich. Please wish me luck. Gut. Normalerweise. Zuerst Sandsturm, je schneller, die Powdern. Genau das wollte ich eigentlich nicht haben. Genau das wollte ich nicht haben. Aber kann ich nicht einfach mit einer Energy Ball killen? Let's go. Genau das wollte ich eigentlich nicht haben. Kamerupt. Und hier ist schon mal der Sweep. Und hier ist schon mal der Sweep vorbei. Goddammit. Aber für Kamerupt habe ich doch Lucky, oder? Da kommt ein Feuermove. Ja, war klar. Kommt ein Feuermove, ist okay. Schauen wir auf irgendwelche Coverage. Ich habe vergessen, Protect zu machen. Yawn. Okay, Yawn ist aber okay. Waterfall, tot. Gut, ein Sash ist nicht gut. Ja, okay, das Teil... Könnte ich dieses Teil nicht komplett outstallen? Könnte ich dieses Teil nicht komplett outstallen? Kamerupt. Get out of here. Get out of here. Doterra. Lass mich raten, super effektiver Woodhammer. Well, how am I lucky, dass ich das knowe? Kann ich nicht einfach mit Ralph den Blizzard aufsetzen? Einen Woodhammer tanken und mit einem Hail aufsetzen? Woodhammer tanken? Jetzt ist halt die Frage, sind wir schneller als dieses Teil? Wir schauen. Stone Edge. Please, lass mich schneller sein. Wir haben Chip Damage guten.
Das war ein Stone Age Miss. Das war einfach ein Stone Age Miss. Manfred, get in here. Slow. Was kann dieses Teil, um mich zu killen? Nichts. Das war einfach ein Stone Age Miss. Boi, du hast diesen Rocky Helmet oder irgendwie den Bullshit, dass du keinen Ding kriegst. Dass du keinen Rückstoß kriegst. Plus zwei, Manfred. We take it slow. Rhyperior. Eine Earthquake? Normalerweise eine Earthquake. Bin so gut. Sash ist auch weg. Stone Age. Er ist gebandet. Er ist gebandet. Es tut mir leid, dass es so enden muss, Leute, aber er ist gebandet und ich lasse diese Chance nicht verstreichen. Das ist jetzt plus 4, oder? Plus 4 Aurasphäre. Mein Freund, das überlebt keiner. Das war sogar ein Crit, aber der hätte nicht gemattert. Der Crit hätte nicht gemattert. Gleiscore, I don't fucking know. Drake. Lass mich raten, Toxic Orb? Yes. Toxic Orb. Dragon Pulse, plus 4. Der Stone Edge Crit war's. Der Stone Edge Miss war's so wichtig. Der Stone Edge Miss war's so wichtig. Er war so wichtig. So, meine lieben Freunde, boah, Alter, Leute, ich bin literally am shaken. Ah, wenn euch die Folge gefallen, wie gesagt, das Ganze tue ich nicht in ein Ding runterdimmen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann smash den Daumen nach oben, schreibt mir in die Kommentare, ob das jetzt weiterhin so gut geht oder nicht. Ich nehme gleich im Anschluss die Folge auf, weil jetzt bin ich gerade full Fokus. Danke auf jeden Fall fürs Unterstützen dieses Projektes, danke und für Unterstützen dieses Kanals. Tut mir leid, dass jetzt so lange keine Folge gekommen ist. Wie gesagt, da oben in die Infokarten schauen, warum nicht. Bis zur nächsten Folge, bis zur nächsten Top 4. Vielleicht ist nächste Folge schon die letzte Folge der Renegade Platinum Nuzlocke. Wenn nicht, das seht ihr nächste Folge. Also, bis nächste Folge. Bye bye, euer Wambo.